Kollege, möchtest du denn da noch länger rumliegen? Also ich meine, Zeit rennt ein bisschen davon. Schiedsrichter vielleicht mal. Irgendwas? Hallo? Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Manchester City Karrieremodus. Heute geht es weiter in der Premier League für unsere Citizens und wir spielen heute auch in dem ganz kleinen Pokal und zwar gegen den ganz kleinen Gegner. Und gegen wen genau, das gucken wir uns gleich mal an. Wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. In der Videobeschreibung sind selbstverständlich Links zu IG Vault, 6% Rabatt mit dem Codemax Gaming TV. Zu einem Merchandise könnt ihr auch sehr gerne auschecken. Hashtag Herrlichshirts natürlich verfügbar und auch zu meinen Social Media Links, die ihr natürlich auch gerne mal besuchen dürft. Allerdings, das Wichtigste ist der Like, vielleicht schaffen wir 750, wäre richtig, richtig nice, also kloppt einfach auf den Like-Button. Es ist für euch nur eine Sekunde, für mich eine große Bedeutung und ich denke mal, keiner sollte sich aus der Verantwortung ziehen. Oder etwa doch, genau du. Ich sehe, wenn du es nicht machst und ich bin enttäuscht von dir, wenn es dir gefallen sollte. So, alles klar. Wir gucken uns einmal ganz kurz den Spielplan für die heutige Episode an. Wir spielen zuerst mal gegen Everton zu Hause. Das werde ich live kommentieren. Gegen die Sands, gegen Southampton spielen wir auswärts im St. Mary's Stadium. Das werde ich natürlich dann logischerweise nachkommentieren. Dann spielen wir gegen Walsall, den ganz kleinen Club im ganz kleinen Cup, dem EFL Cup. Und dann noch gegen West Bromwich Albion. Das Ganze werde ich simulieren. Genauso übrigens wie das Spiel gegen Walsall. Und dann sind wir auch schon im November. Das heißt, wir sind schon eine ganze Menge nach vorne oder eine ganze Zeit nach vorne gekommen. Aber jetzt simulieren wir erstmal zum Spiel gegen Everton. Giroud. Zu Hause ist am schönsten, das heißt, wir sehen den im Winter auf jeden Fall zu Tottenham wechseln oder so. And there we go, Etihad Stadium is the place to be at this beautiful weekend. And today it's Manchester City, currently second of the league, against Everton, who are currently sixth of the league. A very, very promising game, a very promising afternoon, and we'll see how everything goes. Hier sehen wir nochmal, mittlerweile natürlich nach dem Update mit dem originalen Premier League Overlay die Tabelle momentan. Wir haben ein Spiel in Hand, das heißt, wir haben ein Spiel weniger als Tabellenführer, können also an die Spitze kommen und können uns dann wieder 2 Punkte Vorsprung vor Arsenal erarbeiten. Aber wir haben gerade gesehen, auch Everton nicht ganz weit unten in der Tabelle. Dementsprechend wird das definitiv nicht einfach. City, das sind wir. Wir haben die beste Abwehr der Liga und zwar mit 4 Gegentoren. Und das soll heute auch wieder der Schlüssel zum Erfolg sein. Aufstellung von City. Claudio Bravo, Zabaleta, John Stones, Rafael Varane, Juan Bernat, Sergio Busquets, Ilkay Gündogan, Thiago, Kevin De Bruyne und vorne natürlich noch dazu Nolito und Sergio Kun. Agüero, die Bank seht ihr hier. Sieht schon krass aus, oder? Und das ist unser Gegner, unser Opponent, unsere Opposition, Koman. Und der hat folgendermaßen aufgestellt bei Everton, während wir wieder City im Hintergrund sehen. Kaspar Schmeichel, Neuzugang von Leicester. Coleman, Brownings, Williams, Baines, Besic, McCarthy, Deulofeu. Dazu noch, das habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Scheiße, Bolasie. Ich glaube vorne Ena Valencia, wenn ich das Gesicht richtig gedeutet habe. Weiß ich nicht genau. Aber das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich muss mich daran gewöhnen. Muss ich wieder schneller reden, es tut mir leid. Rein geht's in die Partie. Ich finde ehrlich gesagt, das sieht ziemlich beschissen aus, dieses Overlay, zumindest momentan. Ich hoffe, dass da gewöhne ich mich dran. Leighton Baines! 1:0 mit dem rechten Fuß. Das bin ich ja gar nicht mal gewohnt. Das kommt jetzt gerade total überraschend. Everton geht früh in Führung durch ihren Linksverteidiger, durch einen Rechtsschuss. Krass. Da kommt der Ball von Barkley, den ich gerade vergessen habe. Eigentlich hatten wir ihn schon und dann der Ball auf Baines und der zieht einfach mal ab. Bravo, chancenlos. Ja, scheiße. Agüero! Und da ist die Parade von Kaspar Schmeichel, da war ja fast die Antwort gewesen. Ich bin, also dieses Overlay wirklich, es irritiert mich momentan noch so krass, ihr könnt euch das gleich vorstellen. Ilkay Gündogan, schade, aus dem Rückraum noch der Versuch, nachdem Schmeichel da abgewehrt hatte. Aber momentan steht er, warten noch. Mal ein bisschen Platz für De Bruyne, Doppelpass mit Agüero, funktioniert. Ziehen jetzt in die Mitte, das sieht gut aus, Ball auf Agüero. Und dann ist Schmeichel da, nicht genug Druck hinterbekommen. Everton spielt hier das teilweise richtig gut nach vorne. Jetzt mal Bolasie gegen Varane. Kann sich da durchsetzen mit seinem Tempo. Varane kommt dann hin, aber momentan stehen die gerade defensiv sehr sicher. Mir fällt es extrem schwer, da durchzukommen. Und diese Farben, das ist wirklich krass. Es irritiert mich. Mega. Nolito mit der Balleroberung. Jetzt Kevin De Bruyne. Keine Anspielstation. Zurück auf Nolito. Der auf Agüero. Agüero! 1:1. Da ist der Ausgleichstreffer. Eisekalt abgeschlossen, selbstverständlich Sergio Kun, so wollen wir das sehen. Mit der Ruhe ausgespielt, hätte mir Nolito vielleicht schon abziehen sollen, aber dann der Ball in der Mitte und Agüero aus dem Stand. War da die einzige Gelegenheit, natürlich ganz schnell verarbeitet, einfach drauf mit Druck und drin ist das Ding. Auch schon das 8. Saisontor für ihn, bei ihm läuft es halt auch einfach richtig. Mittlerweile haben wir Everton ein bisschen im Sack, die sind mittlerweile ein bisschen nervöser und machen nicht mehr ganz so viel. Jetzt Agüero, 2. Pfosten ist Kevin De Bruyne. Und setzt den Kopfball drüber. Schade, aber schöner Angriff. Es ist Halbzeit im Etihad und ich muss ganz ehrlich sagen, sorry, aber diese neue Aufmachung, das sieht doch aus wie schlechte Pain-Skills.
Da passt absolut nichts zueinander. Also wenn das wirklich offiziell ist, ich habe wirklich noch nicht viel Premier League geguckt, aber das sieht absolut kacke aus. Weil grün und lila, guckt euch das mal an. Das sieht wirklich aus wie Paint. Da ist doch absolut nichts Schwieriges bei. Oder nichts ausgelassen Kreatives. Oh wei. Da stand Bravo aber gar nicht gut. Gott sei Dank haut McCarthy wieder volles Brett drüber. Das wäre sonst echt gefährlich gewesen. Ich habe ihn übrigens nicht rausgeholt. Das hat er von allein gemacht. Everton startet hier eigentlich wieder deutlich besser in die zweite Halbzeit, als sie aus der ersten rausgegangen sind. Aber jetzt vielleicht wieder unsere Chance über Thiago. Direkt auf Schmeichel, aber der wird auch nicht mehr lange auf dem Platz stehen. Der wird ihm gleich ausgewechselt und dann kommt unser Spielmacher David Silva rein. Oh, die Flanke ist gefährlich und dann eigentlich das Foul aus. Wieder nicht gepfiffen. Schiedsrichter bisher mit einer sehr wackeligen Leistung. Auch Kimmich ist jetzt übrigens drin für Zabaleta, der außen mit Bolasie ordentlich Probleme hatte. Und jetzt eventuell nur Lito, der da mal wieder einen Vorstoß wagen kann. Zieht in die Mitte, keine Anspielstation. Jetzt vielleicht De Bruyne. De Bruyne nimmt den Ball nicht richtig an. Nicht sein Spiel heute. Aber vielleicht wird es jetzt sein Spiel, denn Sergio Busquets geht runter, Iheanacho kommt rein, wir gehen nochmal mehr in die Offensive, De Bruyne rückt eins zurück, Gündogan auch dementsprechend, De Bruyne jetzt im Mittelfeld und Gündogan auf A6, dementsprechend kann er da vielleicht seine Spielmacherqualität noch ein bisschen mehr ausspielen und Iheanacho kommt auf rechte Seite, bei Everton kommt Oviedo für Baines, den Torschützen. Und wieder wird hier ein Foul gepfiffen, das absolut jeglich keinen Sinn hat, also gar keinen Sinn hat. Anscheinend hat sich Valencia da verletzt, aber wenn wir uns das Foul nochmal angucken, dann sehen wir gleich, da war eigentlich nichts. Kollege, möchtest du denn da noch länger rumliegen? Also ich meine, Zeit rennt ein bisschen davon. Schiedsrichter vielleicht mal. Irgendwas? Hallo? Also ihr seht's hier, war Ball gespielt. Von daher eigentlich. Achso, wir haben sogar Freistoß. Ja, okay, alles klar. Und da wird De Bruyne gleich freigespielt. Kaum ist er in der Mitte, macht er sein Tor. 2:1. Wir sind in der 80. Spielminute, 3 in der 82. sind wahr. Und Kevin De Bruyne, gerade noch gesagt, vielleicht im Mittelfeld ein bisschen effektiver. Zack, der Doppelpass mit Ilkay Gündogan. Und er macht den eiskalt rein. Führung für uns. Und jetzt können wir unsere frischen Kräfte natürlich nutzen. Zum Beispiel hier an Nacho, denn wir können Konterfußball spielen. Über die rechte Seite schön eingesetzt von Kevin De Bruyne. Da kommt keiner so wirklich hinterher, inklusive Oviedo, nicht die Flanke. Aber er ist halt kein Rechtsfuß, sollte auch flach kommen. Aber flache Flanken ist ja in FIFA 17 so eine Sache. Oh, da kommt nochmal eine Chance über Seamus Coleman, aber Bravo ist da. Und jetzt ist Schmeichel mit vorne. Die Ecke von Gerardeo Lofeu. Können wir die klären? Nee, können wir erstmal nicht. Jetzt vielleicht David Silva. Ja, und jetzt haben wir eventuell die Kontergelegenheit, beziehungsweise die Gelegenheit, weil Schmeichel nicht in seinem Tor ist. Aber hier Nacho lässt sich abdrängen und der Schiedsrichter pfeift sowieso ab. Das heißt, wir gewinnen die Partie mit 2:1 gegen Everton. Mal wieder ein Heimsieg vor heimischem Publikum. Okay, das ergibt Sinn, aber nichtsdestotrotz schöne Aktion. Der Rückstand aufgeholt und De Bruyne mit seinem ersten Saisontor. Besser geht's eigentlich gar nicht. Bitter natürlich für Everton, gut für uns. Zurück ins Studio. Also ich muss leider sagen, auch wenn ich ihn sehr gerne mag und wenn er unser Kapitän ist und Topform hat, ich glaube, Zabaletas Zeit ist abgelaufen. Er ist schlicht und ergreifend mit ungefähr 67 Tempo zu langsam und in der Premier League geht das einfach nicht. Ich werde das jetzt auch als offizielle Verkündung angeben, gleich in der Pressekonferenz. Das ist natürlich umso besser für den Mann, der hier mit einem A-Ergebnis rauskommt, für Joshua Kimmich.
14, Thiago. Coming onto the pitch. Substitution for Southampton, coming off the pitch, number 10, Charlie Austin, coming onto the pitch, number 19, Sofiane Buffon.
Die haben eine Chance und machen ein Tor und wir verballern sogar einen Elfmeter. Ja, so geht das definitiv nicht weiter. Da muss dran gearbeitet werden. Ich muss allerdings zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das Gefühl, das Gameplay hat sich auch ein bisschen verändert im Karrieremodus. Wir haben A bei Stones, ein F bei Iheanacho und ansonsten, naja, okay. Aber spielerisch werden wir es zumindest in dieser Episode nicht mehr machen. Wir spielen jetzt im Pokal gegen Walsall, wie angekündigt, und zwar mit absoluter B11. Wir haben keinen Stammspieler drin, abgesehen von Thiago, der aber nicht mehr lange Stammspieler sein wird nach seiner letzten Leistung, habt ihr auch schon gehört. Ja, ist nicht mehr der Plan. Mal sehen, was wir da jetzt genau machen werden. Osborne bringt Walsall in Führung. Freunde, ich bitte euch. Also man kann ja mal unentschieden spielen gegen Southampton, auch zu Hause, was ich nicht wusste, weil ich dachte, das wäre ein Auswärtsspiel. Aber man kann... unmöglich gegen Walsall verlieren? Wir sind gerade aus dem EFL Cup ausgeschieden. Gegen Walsall. Wir sind gleich auf mit Arsenal. Wir brauchen den Sieg gegen West Brom und vor allem müssen wir... Also die haben gegen Tottenham, Liverpool und Watford nicht gewonnen und wir müssen jetzt dieses Pokaltrauma loswerden. Das geht ja gar nicht. Ich dachte, wir hätten ihn verschossen. Nolito nach einer Minute mit dem Elfmeter-Tor und Brandt verschießt in der ersten Minute Elfmeter. Wie geht das denn bitte? Das funktioniert doch überhaupt nicht. Die Logik. Aber okay, von mir aus. Jetzt müssen wir es nur über die Zeit bringen, beziehungsweise am besten noch ausbauen und noch 4 Tore machen, damit wir hier souverän wieder reinkommen. Iheanacho wird eingewechselt. Agüero macht das 2:0. 9. Saisontor für ihn. Am besten jetzt noch ein 3:0 durch Iheanacho, damit der endlich sein erstes Tor macht. Das wäre einfach nur fantastisch, aber De Bruyne macht lieber sein zweites. Trotzdem ist ein 3:0 sehr solide. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum haben wir gegen Walsall verloren? Unser Vorstand hat gerade mal daran erinnert, dass wir bisher noch keine Jugendspieler haben, beziehungsweise dass unsere Jugendarbeit gefährdet ist. Und das stimmt, weil wir haben noch keinen einzigen Jugendscout gehabt. Jetzt haben wir aber einen und den schicken wir nach Irland, weil da kommt er her. Das mache ich immer so als erstes. Und dann machen wir noch Jugendarbeit in der Praxis, und zwar in unserem Training. Und versuchen unsere Spieler auf nächstes Rating zu bekommen. Und das klappt bei John Stones, obwohl er nur ein F hat im Training. Sané und Kimmich wieder mit einem A, Varane mit einem C, Iheanacho mit einem D, aber Stones mit dem Upgrade, das ist das Wichtigste. Abschließend für diese Episode im Blick auf die Tabelle. Wir sind Erster, und zwar hinter, beziehungsweise vor Crystal Palace, die einen Punkt hinter uns sind. Arsenal kann theoretisch, wenn sie 10 Tore schießen, an uns vorbeiziehen. Werden sie aber wahrscheinlich nicht. Trotzdem müssen wir auf jeden Fall an uns arbeiten. Und nächste Episode, gerade gegen solche Teams wie beispielsweise Walsall, Everton oder Southampton, die 17. sind und da auch nur stehen, weil sie gegen uns einen Punkt geholt haben. Okay, wahrscheinlich werden sie es auch so, weil sie 7 Punkte hätten. Aber egal. Trotzdem müssen wir gegen die souveräner werden. Das ist die Aufgabe für die nächste Episode. Ich hoffe, wir schaffen das. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst trotzdem auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.